Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Under... Oh nein, 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 nein. Under a New Sun. Und schon wieder gegen die Map-Grenze gefahren. Aber diesmal ohne Nebel. Okay, ich muss das Segel einholen, sonst kann ich nicht drehen. Weil er dann die ganze Zeit gegen die Map-Grenze fährt. Jetzt drehe ich, glaube ich. Ich hoffe es. Ich könnte natürlich auch aussteigen und das Boot manuell ein bisschen drehen, aber da sind nicht nur Delfine im Wasser. Okay, das mit dem Drehen geht ganz okay. So, jetzt sehe ich ihn wieder raus und gleich wieder ans Steuer. Und dann fahren wir jetzt echt hier an der Wand entlang. Schade, dass die so aufploppt, dass man die so schlecht sieht, erst wenn man dagegen rammelt. Vor allem können wir jetzt mal schauen, ob die Grenze linear verläuft oder ob die irgendwelche komischen Schlenker macht. Aber so wie mir scheint, läuft die ziemlich linear. Ich meine, da wird wahrscheinlich... Oh. Da sehe ich doch was da hinten. Da ist unser Zuhause. Und da sehe ich was. Wir fahren theoretisch da drauf zu. Ich fahre trotzdem hier mal an der Map entlang. Ja, an der Grenze. So, da sind zwei Inseln. Da und da. Oder sind das schon wieder die Inseln? Die da sowieso sind. Die wir schon kennen. Also unsere Schweineinsel und die andere Insel. Ich meine, mittlerweile sind wieder Ingame-Tage vergangen, also kriegen wir auch wieder Lehm, theoretisch. Das könnte natürlich sein. Also wenn wir jetzt hier mal die Insel, hier mal den Rand abfahren, dann wissen wir zumindest schon mal, wie groß aktuell die Karte ist. Wie gesagt, also mit den Updates, mit den kommenden, soll da noch ein bisschen was gehen. Da ist irgendwas Großes drauf. Ist aber nicht mein großes. Mein großes leuchtet da hinten. Egal, wir dümpeln mal hier an der Grenze entlang weiter. Was halt. Geht ja gerade. Vom Wind her ist es auch halbwegs richtig. Zumindest sind die Segel sehr gespannt. Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es falsch. Eigentlich müsste das so sein. Oh oh, zu nah an der Grenze. Lenk rüber. Wir kratzen an der Grenze entlang. Ich lenke schon ganz nach rechts. Und trotzdem komme ich nicht weg. Saugt die mich an, oder was ist da los? Hör mal. Wir driften irgendwie immer weiter rein. Ich lenke schon ganz nach rechts ab. Ich komme irgendwie nicht weg. Ich glaube, die Map ist rund. Komm immer weiter ran an die Map-Begrenzung. Und mein Schiff hängt halb im Wasser. Das ist nicht gut. Was ist denn da los? Ich mach das mal
Das sehen wir mal nochmal rein. Dann können wir ein bisschen. Ja, jetzt können wir ein bisschen besser lenken. Okay. So. Jetzt kommen wir da auch wieder ein bisschen weg von der Grenze. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir dahin? Wow, da kommt sie schon wieder, die Grenze. Ah, verflucht, ich gehe jetzt darüber. Das ist mir jetzt zu doof. Wo ist unser Zuhause? Okay, die Map-Grenze verschwindet wieder. Irgendwo da hinten müsste unser Zuhause sein. Egal, ich schau mir die Insel da. Wir machen einfach Inselhopping. Moment, da ist auch noch eine. Oder? Egal, wir machen Inselhopping. Ich hab Durst. Dann gönne ich mir eine Mango und eine Kokosnuss. Wie sieht's aus? Ja, ich gönne mir noch eine Kokosnuss. So, wunderbar. Ja, wir gehen mal rüber zu der Insel. Ach ja, hier rechts ist es, okay. Also sind wir schon wieder links irgendwie an... wie ist es denn? Ich gehe mal hier hin. Ja, wir sind schon wieder... linke Hand. Aber ja, rechte Hand geht es ja auch nicht mehr weiter. Da haben wir ja jetzt durchaus gesehen, dass da die Map zu Ende ist. Ich fahre jetzt einfach von Insel zu Insel. Immer wieder. Und irgendwann sind wir dann eh wieder zu Hause. Das ergibt sich irgendwie. Ja, und ich mache einfach auf jeder Insel ein Zuhause. Und dann bin ich überall daheim. Ah, schön. Nee, ich mach nicht überall einen Schlafplatz. Wobei wir jetzt bei Nacht ankommen. Und ich sehe gar nicht die Insel. Also ich sehe die Insel schon, aber ich sehe nicht, wo ich anlege. Ja, und hier ist dann die nächste, da gehen wir dann mal darüber. Ich glaube, das sind die, wo wir schon waren. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, wenn da die Map schon zu Ende ist, so kurz hinter unserem Zuhause, dann wird es da, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel geben. Also ist es eh so, dass wir dann eh ständig da irgendwie die gleichen Dinge anlaufen. Ah, da war, glaube ich, gerade wieder ein Delfin im Wasser gesprungen. Kann das sein? Ich sehe gar nicht, wann ich abbremsen muss. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal... Oh ja. Hä? Ach, Boot. Ich muss mal. Oh, schauen, wo wir hier sind. Irgendwo hinten dran. Okay. Hier Strand. Hier hätte ich anlegen sollen. Kommt mir die Insel bekannt vor? Ist das vielleicht...
das vielleicht Eisen? Es müsste ja gleich wieder hell werden. Nein. Ist es nicht. Waren wir hier schon? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß, da hinten war auch noch eine, die hing da am Baum. Ich muss noch ein bisschen vorsichtig laufen hier. So, Banane können wir auch noch mitnehmen. Wegen Schlangen. Na los! Hüpf doch da hoch, Mann! Ja, unfassbar. Der Kerl, der kann nicht klettern! So einen unsportlichen. Da habe ich Boti geparkt. Kann das jetzt vielleicht mal wieder hell werden? Oh, okay. Wir haben definitiv Lehm. Eine Kokosnuss. Falsch. Das ist mein Schaufel da. So, Lehm abgestaubt. Der Mond. Hau ab. Blöde Krabben immer. Okay, da ist zu Hause. So, dann nehme ich die auch mit. Banane mal eben mampfen. So, Fackel wieder an. Auch nicht, oder? Unsportliches Menschlein. Oh, doch, jetzt bin ich oben. War hier unten noch was? Ich möchte hier halt in keine Schlangen reinlatschen. Bin ich jetzt wo ich sonst nicht hinkomme? Also bin ich jetzt weiter oben? Da ist Boti. Ja doch, ich bin weiter oben. Auf einer oberen Ebene. Jetzt wird es wieder hell. Sehr gut. Ja. Nein. Vielleicht. Okay. Ich glaube hier, hä? Ich glaube, hier gibt es irgendwie gar nichts.
Okay, also man kann quasi hier... hier so hochlaufen. Hier gibt es einen Stock. Aber irgendwie... nee, sonst hat es hier nichts. Gut, wir haben einmal Leben, haben wir gefunden, aber... oh. Das ist jetzt nicht so... oh oh. Finden wir vielleicht ein paar Klumpen. Ich schwimme mal hier hin. Wir haben Meteoritenschauer. Eins reingeplumpst. Aber sehr weit weg. Hier ist eins reingeplumpst. Ist es ein Stein? Ja. Und das hier? Oh, das war ein Eisenklumpen. Bleib mal hier. Das ist ein Segel, der tut Aua. So. Mal schauen, das ist auch ein Segel. Das ist auch ein Segel. Auch Segel. Hat sich ausgeschauert. Ja, wir haben einen Eisenklumpen haben wir gefunden. Ja, immerhin. Das ist ein Segel. Okay. Das ist auch ein Seeigel. Auch ein Seeigel. Da ist mein Anker. Das Boot hier von unten. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Okay. Dann rein in den Booti. Und entankern. Und rüber lenken. Da ist zu Hause. Nicht schon wieder hin. Zu Hause kennen wir gut. So. Dann Segel raus. Steuern hier nach rechts. Weg von zu Hause. Hier war doch auch noch irgendwo was, oder nicht? Hatten wir nicht hier neben der Insel auch noch irgendwo was? Wo fahre ich denn jetzt gerade hin? Da ist zu Hause. Wir fahren gerade andere Richtung. Ich kapiere es gar nicht mehr.
was jetzt, wo jetzt überhaupt, wo was ist. Okay. Ah, da ist was. Okay, da gehen wir hin. Da steuern wir hin. Was macht der Wind? Der kommt von da. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, und dann würde ich sagen, was sich da hinten verbirgt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, time to play Under a New Sun. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.